Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinsel, Schere und Co. aus Hamburg. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ihr seht, ganz gegen meine Gewohnheit liegt hier noch gar kein fertiges Projekt. Das liegt daran, dass ich das jetzt mit euch basteln möchte, gleich mal so in einem Schwung weg. Beziehungsweise ich zeige euch nachher schon mal meine Prototypen. Das Thema heute ist so ein Thema, was mache ich mit Designerpapier und was machst du mit deinen ganzen Resten? Also, ich streichel sehr gerne Designerpapier, das gebe ich zu, das wird euch ähnlich gehen. Und am Ende der Saison habe ich noch Unmengen Designerpapier übrig und gar keine Verwendung mehr dafür, weil natürlich so viele neue Designerpapiere kommen. Deswegen, ich habe jetzt hier mal ein aktuelles liegen, aber ich zeige euch nachher in meinen Prototypen, was ihr mit altem Papier auch machen könnt. Und beziehungsweise das zeige ich euch mit diesem Papier schon. Und zwar habe ich hier unser neues Designerpapier Pink mit Pep. Und ich bin gerade mal am Überlegen, wie ich es euch am besten zeige. Ich suche mir mal eben ein passendes Stück raus. Kreuzchen, Pünktchen, Pünktchen. So. Und zwar kürze ich mir das ein, damit ich dann mal so tun kann, als sei es ein Stück Rest. Ich kürze mir das jetzt mal auf 9 Inch ein. Das könnt ihr natürlich mit euren Papieren auch machen, wenn ihr genug habt. Das gibt eine schöne große Verpackung, was wir heute basteln. So, und dann habt ihr so dieses Stück Designerpapier. Und was ich dann ganz einfach gemacht habe, ist, mein Weiß soll jetzt außen liegen. Ich habe das so ein bisschen zusammengelegt, dass es hier hinten in der Mitte übereinander steht und etwa so 1 Zentimeter, 1,5 Zentimeter übereinander steht. Und dann habe ich mir hier und hier, sieht man das? Ups, einfach mal so einen kleinen Knick gesetzt. Ich habe dann nachher festgestellt, dass es mit Maßen ganz super geht. Und zwar, ich zeige euch das alles gleich nochmal, was ich meine an einem kleinen Prototypen. Also, ich lege jetzt bei 3 Inch an. Das gibt eine wirklich schöne Tüte. Dreh das Papier einmal um 180 Grad und lege es dann nochmal bei 3¼ Inch an. So. Was ihr jetzt habt, das erkennt ihr gleich, wenn ihr das jetzt nämlich faltet, ist schon mal eine schöne große Geschenktüte. Die bleibt nicht ganz so groß, weil wir jetzt natürlich noch einen schönen Boden machen. Und ihr seht hier, dass sie da wirklich auch ein bisschen überlappt. So ein Zentimeter, 1,5 Zentimeter. Das wird unsere Klebefalz. Und ich finde, das mit den Maßen setzt sich das auch nicht so ganz in die Mitte, aber das ist es bei den industriellen Tüten auch nicht. Und das ist auch so gewollt. Und dann nehmt ihr euch euer Tütenstanzbord. Das müsst ihr nicht unbedingt haben, aber ich finde, es gibt damit einen schönen Abschluss. Bei der Musterrichtung, wenn ihr eine Musterrichtung habt, ich habe jetzt hier Pünktchen, da kommt es nicht so drauf an, aber wenn ihr einen Musterverlauf habt, der dann nicht auf dem Kopf stehen soll. Es befindet sich links die Öffnung, also da, wo oben ist. Wir bearbeiten jetzt quasi den Boden. Achtet also darauf, dass euer Muster dementsprechend ausgerichtet ist. Und jetzt habe ich ja hier diese beiden Falzlinien und die lege ich mir hier an der Startlinie an. Und da habe ich ja, das kennt ihr das Prinzip, diese kleine Nase. Und die Nase lege ich genau an die Falzlinie an. Und dann wird einmal gestanzt und das machen wir mit der anderen Falzlinie auch. Achtet bitte darauf, dass ihr die Nase an der Falzlinie anlegt und nicht diesen Schnippus hier, das passiert mir gerne mal. Also die Nase an die Falzlinie, stanzen. Und jetzt schneiden wir von oben und von unten. Ach, jetzt hab ich was vergessen. Wir brauchen natürlich noch eine Falzlinie und die ziehen wir auch mit dem Tütenstanzbord, das kennt ihr auch schon. Einfach einlegen und dann habt ihr hier zwischen eine Nut und da fahrt ihr mit dem Falzbein einmal nach und das über die gesamte Länge. So. Und jetzt könnt ihr nämlich diese Falz wegschneiden. Und ich schneide links der Falz einfach ein Stückchen weit, sodass ich hier in etwa mit dem Knubbel rauskomme. Also ihr seht hier so eine kleine Wölbung. Und ich schneide, das sieht man vielleicht nicht ganz so gut, hier neben der Falz. Die Falz wird also komplett weggeschnitten. So. Zauberwerk fast beendet. Jetzt wird das im Prinzip nur noch zusammengeklebt. Und da könnt ihr entweder den Flüssigkleber nehmen, das ist ja so meine Allzweckwaffe, oder ihr nehmt den Fast Fuse oder
den doppelseitigen Klebestreifen. Es sollte nur einer sein, der wirklich festhält. Also Snail würde ich in diesem Falle nicht nehmen. So einmal entlang dieser Naht kleben. Und dann wird hier unten der Boden, der sich ja jetzt durch diese Stanzung ergeben hat, einmal umgeklappt. Und dann seht ihr, es hat wirklich einen schönen, wie eine industrielle Tüte, so einen Boden bekommen. Und ihr habt ratzifatzi eine Geschenktüte fertig. Die ist ja so noch ein bisschen nackert. Und meistens habt ihr in eurem Aufbewahrungsdings in der Verpackung ja meistens noch andere Designs von dem gleichen Designpapier. Ich schneide mir jetzt mal hier wieder eins zurecht. So, und ich schneide jetzt mal bewusst nicht 5 cm, damit ihr seht, dass auch ein kleinerer Streifen dafür super sich eignet. Also so einmal so 5 cm. Nicht ganz, muss nicht sein. Und dann machen wir uns da nochmal so Pi mal Daumen. Improvisieren wir jetzt mal ein Reststück, das muss auch nicht ganz so lang sein. Dann kommt unsere dreifach einstellbare Fähnchenstanze. Und da seht ihr jetzt auch, das passt links und rechts, ist ein bisschen schmaler. Dann legt ihr das etwa so mittig in diese Führung ein. Einmal stanzen, Fähnchen fertig. So, das kann auch ruhig ein bisschen länger runterhängen. Ich hätte vielleicht ein pinkernes Design nehmen sollen. Naja, egal. Oh Gott, ich hoffe, das wird in der Kamera wahrscheinlich nicht gut zu sehen sein. So, einmal oben rüberklappen. Und dann kann man hier, ich finde meine Schleifchen gerade nicht, aber wir können da zum Beispiel meine neuen Lieblinge, ne? Diese goldenen Klammern. Und damit verschließt ihr dann eure Tüte. Und jetzt ist es ja hier noch wirklich ein bisschen nackert. Und da habe ich euch mitgebracht mal wirklich was Neues. Links, rechts, hier. Und zwar das Stempelset Geburtstagsbanner. Mag ich total gerne leiden, weil ich mag... Oh, jetzt rutscht es hier. Oh Gott. So. Weil ich finde diese Banner einfach toll. Und die habe ich heute auch benutzt. Und dazu brauchen wir ein Stück Flüsterweiß. Mal gucken, ob das reicht. Nein, das wird nicht reichen. Das wird auch nicht reichen. Ich bin schlecht vorbereitet. Aber ich habe natürlich schon ein bisschen vorgearbeitet und das liegt jetzt bei meiner Stanzmaschine. Das reicht. So, ein Stück Flüsterweiß. Und Pink mit Pep passt natürlich jetzt wirklich Wassermelone dazu. Nehme ich Wassermelone und habe mir hier schon einmal dieses große Banner auf den Block gezogen. Das wird einmal gestempelt. Möglichst schnell sauber gemacht, weil wie gesagt, das kennt ihr, rote Tinten sind sehr anhänglich. Das kriege ich schon hier nicht mehr ab, aber egal. Das ändert an der Qualität des Stempels nichts. So, und dann haben wir ja hier so mehrere Sprüche. Und ein paar davon sind auch schon gebogen. Aber ich wollte jetzt zum Geburtstag viel Glück und Freude. Und das ist ein Fotopolymer-Stempelset. Das heißt, ihr könnt damit noch ein bisschen arbeiten. Und hier habe ich nämlich zum Geburtstag... Ich habe mir genau den falschen runtergezogen. Okay. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier viel Glück und Freude irgendwo. Genau. Und ihr seht ja, dieses Banner ist so ein bisschen geschwungen. Und der Gruß an sich ist gerade. Hier. Zum Geburtstag ist gerade und Glück und Freude ist auch gerade. Wir können aber bei diesen Fotopolymerstempeln so ein bisschen denen einen Schwung geben, bevor wir sie oder wenn wir sie auf den Stempelblock setzen. Und jetzt seht ihr, oder vielleicht auch nicht, jetzt seht ihr es aber wahrscheinlich, jetzt hat er so einen kleinen Schwung bekommen und ich hoffe, der ist jetzt nicht zu stark für das Banner. Ja, ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Ich setze das jetzt drauf. Oh, passt. Und das gleiche habe ich mit dem zum Geburtstag viel, mit diesem Spruch auch gemacht. Wenn eure Klarsichtstempel irgendwann mal nicht mehr so richtig an den Blöcken haltet, wascht sie einfach mal so zwischen unter fließend Wasser ab.
dann kleben sie wieder besser auf den Acrylblöcken. Es setzt sich Fett und Staub und alles Mögliche dahinter. So, und das kann man jetzt mit der Schere ausschneiden. Das muss man nicht mit der Schere ausschneiden, denn wir haben im Sortiment ein neues Framelit-Set. Das ist die Bunter Banner Mix. Die Framelits formen Bunter Banner Mix. Und die gibt es im Bundle zu einem Set, das nennt sich Bannereien. Leider gibt es sie nicht im Bundle mit diesem Set. Schade eigentlich, aber man kann sie auch einzeln bestellen. Aber dieses Set an sich ist auch sehr, sehr schön, weil ihr könnt viele Sprüche kombinieren und habt hier auch nochmal andere Banner dabei. Also wie gesagt, ich habe das daraus genommen. Und was ihr jetzt macht, ist das Banner rausnehmen. Ihr seht dann auch schon, welches das ist. Dann wird das hier raufgelegt. Gerne die magnetische Platte drunter. Und dann wird das durch die Big Shot gezogen. Und was herauskommt, sieht dann so aus. Das kommt dann dahin. Und dann haben wir in diesem Stempelset noch diese süßen kleinen Luftballons. Und da machen wir jetzt mal einen. Ich hatte jetzt hier ursprünglich einen schwarzen. Den machen wir jetzt aber nicht. Ich muss ihn nur erstmal sauber machen. Wir nehmen uns wieder flüsterweißen Farbkarton. Und dann nehmen wir uns einen schönen pinkernen. Das hat einen Grund, warum ich das jetzt hier falsch rum nähe. Ich mache es so. Ansonsten passt es nicht drauf. Den pinkernen. Und dann haben wir ja, wie gesagt, auch sicherlich noch ein bisschen Reste hier drin. Ne, den nehmen wir nicht. Entschuldigung, ich habe gerade mal überlegt. Dann nehmen wir mal hier noch so ein. Und das ist nur eine Kontur. Ach Quatsch, ich habe ja hier noch einen gestreiften. Da habe ich noch einen Rest, den habe ich nämlich gesucht. So. Und ich habe ja hier noch einen Stempel, der nur die Kontur hat. Den habe ich mir auf die Rückseite von dem Stempelblock gezogen. Und da nehme ich mir dann jetzt nochmal das Memento Schwarz. Und dann einmal, ich habe schon wieder ein bisschen gemattert, die Luftballonstanze, die kennen wir noch aus dem Herbst. Natürlich zielsicher falsch rum aufgesetzt. Aber es ist heute nicht mein Tag. Aber das kennt ihr ja auch. Einmal den Luftballon, den gestempelten ausstanzen. Und natürlich ist der auch zielsicher. So. Naja, komm, Schwund ist überall, nehmen wir den hier drüben. Ist jetzt so. Ich glaube, ich habe hier sogar noch einen liegen. Nehmen wir den. Und den. So. Und die beiden kommen da jetzt, sind jetzt beide pink, aber mein Gott. Man kann nicht alles haben. Die kommen da noch so ein bisschen mit hin. Dimensionals. Auf das Banner. Da dann aufpassen, dass ihr nicht über euren Wimpel hier drüber klebt, weil sonst klebt das natürlich dran fest und dann kriegt er die Tüte nicht mehr auf. So, zum Geburtstag viel Glück und Freude. Die werden jetzt auch noch aufgeklebt. Dann kriege ich den Dimensional. Und fertig ist eure schnelle Geschenktüte. Ratzifatzi gemacht, passt eine Kleinigkeit rein. Jetzt nichts in super dick, aber so als kleines Mitbringsel und vor allen Dingen als Verwertung für euer Designpapier. Und das habe ich euch ja versprochen, dass ich euch das noch zeige. Ich habe hier neulich, ich war gerade in so einem Rausch, das sind wirklich Designerpapiere, die kennt ihr vielleicht noch, ne? Habe ich mir die ganzen Tüten hier schon mal fertig gemacht, zack, zack. Hier ist noch ein ganz altes Designerpapier, auch unterschiedliche Höhen, ne? Je nachdem wie groß euer Rest ist. Und hier habe ich eine gemacht, da habe ich mir oben noch so quasi das gleiche, was ich unten gemacht habe, oben auch gemacht. Dann hat man noch so einen Umschlag,
Hier ist mein Prototyp, den ich euch angekündigt hatte. Ne? Fertig. Und dann gibt es natürlich auch noch so, wenn ihr einen Rest habt, jetzt gucke ich mal gerade, wo ist denn so ein kleiner Rest. Ich mache mit euch nochmal eine kleine Tüte. Hier habe ich zum Beispiel so einen ganz kleinen Rest, der ist 6 Inch mal 5,5 Inch. Ist nicht wirklich viel. Also, wir machen wieder, wir schlagen das so innen zur Seite ein. Das wollte ich euch noch zeigen. Machen uns hier eine kleine Falz und da nicht durch, weil das wird ja auch schnell mal schief. Oh Gott, hier fliegt gleich alles durch die Gegend. Und jetzt habt ihr diese beiden Knicke hier. Und die legt ihr hier oben an eure Falz. Da müsst ihr gar nicht großartig messen. Einmal falzen, nächsten Knick anlegen, zweimal falzen. Falzlinie nachziehen, das Tütenstanzbrett, ups, jetzt rutscht es. Das ist, wenn man so links und rechts Berge türmt. Jetzt aufpassen, dass ihr die Nase an der Falzlinie anlegt, stanzen, die Falzlinie nicht vergessen. Und jetzt die zweite auch an der Nase anlegen und stanzen. Also wenn es jetzt gleich einen Riesenrums gibt, dann hatte ich eine kleine Lawine hier auf meinem Schreibtisch. Oh, nur eine ganz kleine. So. Aber ich glaube, das Chaos, das schreibt ihr mir ja immer, das kennt ihr von eurem Schreibtisch zu Hause auch. Das ist einfach kreatives Chaos. Die Schritte, die ich jetzt mache, kennt ihr schon. Bisschen Klebstoff an die Schnittstelle und an den Boden. Und ratzifatzi habt ihr auch eine kleine Tüte fertig. Und da passt echt eine süße Kleinigkeit rein. Jetzt nehme ich nochmal hier meine beiseite. Ups. Manchmal kommt es bei Levin ja auch vor, dass was verschüttet wird. So, und hier habe ich so kleine Tütchen fertig gemacht, damit unseren, gut gewappnet mit dem Produktpaket. Finde ich auch sehr süß. Muss gar nicht viel vorne drauf, ne? Kleine Tüte fertig. Hier, das ist aus unserem Törtchen-Stanzen-Set. Süße Versuchung oder wie das heißt. Da passt wirklich eine kleine Gutscheinkarte rein. Hier nochmal mit gut gewappnet. Eine kleine Ahoi-Brause. Und schnell habt ihr eine Kleinigkeit fertig. Und das ist wirklich, wirklich schnell gemacht. Und euer Stapel Designerpapier verringert sich. Ihr bekommt nachher einen riesen Stapel an Tüten. Aber das ist dann an euch, die zu verschenken. Also, das war meine Wochenendidee für euch. Ich bin nicht immer so chaotisch. Nur manchmal, meistens, überhaupt. Ihr kennt das ja schon. Aber wie gesagt, das ist bei euch zu Hause ja oftmals nicht anders. Und das ist meine Idee zum Wochenende für euch. Ich werde das jetzt noch bearbeiten und hoffe, dass ich das noch vorm Fußball schaffe. Also bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Tschüss aus Hamburg. Tschüss.